Grandiose Sicht auf den größten Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher, tolle Fernsicht Richtung Matterhorn, super Panoramawandern im Wallis, willkommen bei Gipfelschluck, los geht's. Nach der Seilbahnauffahrt von Mörell zur Riederalp West beginnt unsere Wanderung zunächst bei trübem Wetter. Der erste Wegabschnitt führt gut 150 Höhenmeter hinauf zur Riederfurka. Ab der Riederfurka geht es bei leichtem Auf und Ab durch den märchenhaften Aletschwald, der überwiegend aus Lärchen und Zirbelkiefern besteht. Oberhalb der Gletscherzunge des Aletsch erstreckt sich dieser auf einer Höhe von 1600 bis 2200 Meter und steht seit 1933 unter Naturschutz. Inzwischen hat sich die Sicht etwas verbessert, sodass aus dem Aletschwald hinaus auf die gegenüberliegende Talseite sich immer wieder tolle Blicke bieten auf die monumentale Bergwelt dort. Wie üblich in der Schweiz lässt sich auch diese Tour sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln angehen. Die Talstation in Mörell liegt unweit vom gleichnamigen Bahnhof. Mörell befindet sich im oberen Rhonetal, wenige Kilometer östlich von Brig. Unsere Wanderung verlässt nun den Aletschwald. Wir steigen auf, gut 250 Höhenmeter, in Richtung des Aussichtspunkts Moosfluh, der sich auf 2333 Meter befindet und theoretisch auch mit einer Seilbahn erreichbar ist. Unweit der Moosfluh-Bergstation genießen wir die fulminante Aussicht auf den längsten und flächenmäßig größten Gletscher der Alpen, der Aletschgletscher. Höchster Punkt der heutigen Wanderung bedeutet natürlich Zeit für Gipfelschluck, heute noch im Flachmann, gutes Kirschwasser vom Alte Gott aus dem Schwarzwald, zum Wohl! Die beweglichen Wolken heute haben ein dynamisches Panorama in südlicher Richtung zur Folge, zwischendurch dennoch ersichtlich das berühmte Matterhorn, direkt daneben das monumentale Weißhorn. Von der Moosfluh geht es nun zurück Richtung Riederfurka, toller Wegabschnitt auf dem Höhenkamm, auf dem es sich anbietet, genauso wie an der Moosfluh selbst, längere Pausen einzuplanen, um die grandiose Aussicht genießen zu können. Während der gesamten Wanderung sind wir auf einfachen Wanderwegen unterwegs, sodass wir gerne diese tolle Panoramatour für alle, die mit 3 Stunden Gehzeit klarkommen, unbedingt weiterempfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt. Bis zum nächsten Mal bei Gipfelschluck. Habt Spaß und seid freundlich miteinander.